Wir sind total müde. Wir haben gestern geguckt, wie Dortmund DFB-Pokalsieger geworden ist. Das wird heute nichts mit dem Training. Was ist das denn? Das klingt aber schön. Los, wir schauen mal nach. Wer bist du? Ich bin Thorsten. Und was machst du hier? Ich bin der neue Gitarrenlehrer hier an der Musikschule. Oh, wie toll. Kannst du uns ein paar Fragen zur Gitarre beantworten? Klar, sehr gerne. Setzt euch doch zu mir. Warum ist das Loch da in der Gitarre? Das hier ist das sogenannte Schallloch. Das ist ganz wichtig für den Klang unserer Gitarre. Wenn wir eine Saite anspielen, dann geht der Ton von der Saite durch das Schallloch in die Gitarre rein, prallt dort von den Wänden immer wieder ab, wird dabei immer lauter und kommt nach vorne durch das Schallloch wieder raus. Warum sind diese Metallstäbchen am Hals von der Gitarre? Das hier sind die sogenannten Bünde. Die sind ganz wichtig, denn jeder Ton auf unserer Gitarre hat eine ganz feste Position auf dem Griffbrett. Und damit wir die immer wieder finden, haben wir die Bünde als Orientierung. Warum sind Gitarren aus Holz? Auch das hat mit dem Klang der Gitarre zu tun. Denn wenn wir die Saite anspielen, geht der Ton nicht nur in das Schallloch, sondern das ganze Holz der Gitarre fängt mit an zu schwingen. Und Holz hat ein besonders gutes Schwingverhalten, anders als zum Beispiel eine Gitarre aus Metall, die wahrscheinlich dann sehr klirrend klingen würde, haben wir durch das Holz einen schönen, weichen Klang. Warum sind diese Drehdinger am Kopf der Gitarre? Das hier sind die sogenannten Wirbel. Die sind dafür da, unsere Saiten zu stimmen, wenn ein Ton mal nicht richtig stimmt auf der Gitarre. Dann kann ich an dem Wirbel drehen, um den Ton zu verändern. Woraus werden Gitarrensaiten gemacht? Die meisten Gitarrensaiten sind aus Metall gemacht. Das ist meist ein dünner, langer Draht, der von einem anderen Draht umwickelt wird. Außerdem gibt es aber gerade auf unserer klassischen Gitarre auch noch sogenannte Nylon-Saiten, die sind aus Kunststoff. Früher waren die allerdings mal aus Tierdarm. Wer hat die Gitarre erfunden? Das ist eine schwierige Frage, aber man findet auf jeden Fall heraus, dass es erste Bilder von gitarrenähnlichen Instrumenten schon im alten Ägypten von vor 5000 Jahren gab. Und davon abstammend kommt die Gitarre. Und die erste Gitarre in ihrer Form, wie sie jetzt ist, kommt wahrscheinlich aus der Renaissance. Wer baut Gitarren? Da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt immer noch typische traditionelle Gitarrenbauer, die wirklich in ihrer Werkstatt per Hand das Holz bearbeiten, zusammenkleben und so Gitarren bauen. Aber die meisten Gitarren, die ihr so finden werdet, sind wahrscheinlich maschinell in Mexiko oder China hergestellt.